Und unser Abschlussredner, Dr. H.C. Jürgen Resslin, Sprecher der Kampagne Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel, Bundessprecher der DFGVK, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner, mehrfach ausgezeichnet unter anderem mit dem Aachener Friedenspreis, dem Stuttgarter Friedenspreis und dem Grimme Medienpreis. Autor zahlreicher kritischer Sachbücher zu Rüstungsexporten, Militär- und Wirtschaftspolitik. Und hier ist er, Dr. Jürgen Resslin. Vielen lieben Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, das läuft jetzt so langsam unter dem Motto Frieren für den Frieden. Aber ihr seid tapfer. Woodstock haben wir jetzt nicht hinter uns. Es hat nicht den Starkregen gehabt. Aber ist, glaube ich, schon eine ganz schwere Nummer, bei solchen Temperaturen und bei solchem Wind durchzuhalten. Und ihr haltet durch. Dafür von vornherein schon mal vielen lieben Dank. Die Welt ist in Aufruhr, die Welt ist in Unruhe. Es toben und die Medien vergessen das ganz oft. Zurzeit 32 Kriege. Viele sind vergessene Kriege, viele sind totgeschwiegene Kriege. Die bekanntesten Kriege waren natürlich die in Afghanistan, jetzt der in Irak. Und der tödlichste Krieg von den Opferzahlen her war 2015 und ist 2016 gewesen, der Krieg in Syrien. Das Regime Assad, unterstützt von den Russen, die Rebellengruppen, unterstützt von den Amerikanern, jeweils auch mit Waffenlieferungen, liefern sich einen unglaublich blutigen Krieg. Und die Zivilbevölkerung leidet schwer darunter. Es ist nur immer dann in den Medien, richtig in den Medien, wenn skandalisiert werden kann, jetzt mit dem Chemiewaffenangriff, der übrigens noch nicht hundertprozentig bewiesen ist. Man sollte an der Stelle ganz schön vorsichtig sein. Es ist ein neuer Mensch aufgetreten auf der Weltbühne, mit dem wir alle nicht gerechnet haben, Donald Trump. Er hat eine Politik der Destruktion und der Destabilisierung in die Welt gebracht. Ich würde gerne einen Vergleich bringen, aber er ist zu harmlos. Ein Elefant im Porzellanladen. Nein, Donald Trump ist schlimmer, weil er vertritt die Weltführungsmacht, die Atommacht Nummer 1, die Militärmacht Nummer 1. Und der Porzellanladen ist die Erde, ist unser Globus. Und dann wissen wir, welche Dimensionen diese Entwicklung, diese Gefährdung angenommen hat. Und nicht umsonst müssen wir bilanzieren, Millionen von Menschen sind in der Gefahr, getötet zu werden durch Kriege und durch neue Kriege deshalb, weil Donald Trump sagt, ich zitiere, wir müssen Kriege wieder gewinnen, Und dazu tut er alles, was möglich ist. Er erhöht den Rüstungsetat in den USA um 10%. Allein diese Summe ist so hoch wie der gesamte Militäretat von Russland. Nur die Steigerung, um zu wissen, in welchen Dimensionen sich die USA bewegt. Wem dient diese Entwicklung? Freunde, Freunde, nicht den Hungernden in Somalia, nicht den Hungernden in Südsudan. Sie dienen nicht den Opfern dieser Kriege, den Menschen, die in Afghanistan oder in Libyen oder in Syrien oder Irak leiden. Nein, sie dienen den Rüstungsexporteuren, den Rüstungskonzernen, und die Aktienkurse sind in den letzten Monaten in die Höhe geschossen. Ich nenne ein einziges Beispiel. Der Aktienkurs von Heckler & Koch ist gestiegen von 30 Euro auf fast 200 Euro. Und das ist eine Entwicklung, die katastrophal ist. Sie zeigt, den Rüstungskonzernen geht es gut. Denen, die die Dividende kriegen bei diesen Rüstungskonzernen, das ist Blutgeld, liebe Freundinnen und Freunde. Und es ist eklig, Rüstung zu besitzen, Rüstungsaktien zu besitzen und Geld mit Kriegen zu verdienen, mit Opfern zu verdienen. Schande über all diese Aktionäre, die Aktien kaufen jetzt von Rüstungskonzernen. Ich würde gerne eine Botschaft ausschicken von Berlin, der Landeshauptstadt, nach Washington. Und diese Botschaft heißt, Mr. Trump, stoppen Sie diesen Rüstungswahnsinn. Investieren Sie Ihre Rüstungsmilliarden zur Bekämpfung des Hungers, zur Förderung der Bildung, für Gesundheit und Gerechtigkeit. Rüsten Sie radikal ab, Donald Trump. Wie schön wäre es, wenn wir sagen könnten, wir haben gelernt, wir Deutschen, aus diesen zwei Weltkriegen, die von deutschem Boden ausgegangen sind. Wenn wir sagen können, wir haben gelernt und wir haben abgerüstet und entmilitarisiert. Doch wir wissen, das Gegenteil ist der Fall. Über 3200 Bundeswehrsoldaten befinden sich im Auslandseinsatz. Sie sind im Nahen Osten, sie sind im Nordirak, sie sind in Afghanistan, in Senegal und in Mali. Das sind keine Friedensmissionen. Das ist kein Beitrag zu Frieden, das ist Beitrag zu Kriegsunterstützung und das verurteilen wir aufs Schärfste.
Und jetzt muss ich zu dem Bereich kommen, der mich seit 30 Jahren umtreibt. Ich muss eine Aussage treffen. Die Deutschen sind dabei, wenn Krieg herrscht und Bürgerkrieg herrscht. Weil wir Waffen liefern in diese Krisen- und Kriegsgebiete. Weil wir auf die Schlachtfelder dieser Welt die Waffen liefern. Der Rüstungsexport ist die tödlichste Form der deutschen Militär-, Außen-, Wirtschafts- und sogenannten Sicherheitspolitik. Und wenn Sie Opferzahlen hören wollen, ich will Ihnen wieder ein Beispiel nennen. Und ich nenne wieder Heckler & Koch. Warum? Allein auf die Waffenexporte dieser Firma und die Lizenzvergaben sind inzwischen 2 Millionen Menschen umgekommen. Und geschätzte 7 bis 8 Millionen Menschen sind verkrüppelt, traumatisiert, sie leben, sie haben überlebt, sie vegetieren vor sich hin. Das sind die Opfer einer einzigen deutschen Firma. Und wenn wir hochrechnen, wie viele Firmen wir haben, dann wissen wir, wie desaströs, wie katastrophal, wie folgenschwer dieser Rüstungsexport ist. Wir sind Nummer 5 im Moment der Weltwaffenexporteure. Bei den Großwaffensystemen, Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Militärhelikopter, Kriegsschiffe. Ihr kennt die Firmen. ThyssenKrupp, Krauss-Maffei, Thiel, Airbus und viele andere profitieren von diesen Geschäften. Und noch tödlicher, noch dramatischer, noch schlimmer ist der Bereich der sogenannten Kleinwaffen. Wir sprechen von Pistolen, wir sprechen von Gewehren, von Mastinenpistolen, von Sturmgewehren und Scharfschützengewehren. Hier ist von 19 von 20 Toten sterben durch den Einsatz dieser Waffen. Auch hier sind die Namen bekannt. Es ist nicht nur Heckler & Koch, es ist Sig Sauer in Eckernförde, es ist Karl Walter in Ulm und es sind viele andere Firmen, die profitieren von diesem Mordsgeschäft. Hier müssen wir klipp und klar sagen, diese Politik kann nicht weitergehen. Und wir hatten einen Mann, der gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Erinnert ihr euch an das Jahr 2013, als im Sommer der SPD-Vorsitzende auf die Bühne getreten ist und gesagt hat, mit mir wird es das nicht mehr geben, wenn ich Wirtschaftsminister werde. Mit mir wird es eine restriktive Rüstungsexportpolitik geben. Wie war diese Bilanz oder wie ist diese Bilanz von Sigmar Gabriel heute zu bewerten? Wir können sie bewerten, weil Sigmar Gabriel war 3 Jahre Wirtschaftsminister. 2014, 2015, 2016. Es ist eine Katastrophenbilanz, weil die Rüstungsexporte haben zugenommen. Die Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete haben zugenommen. Die Waffenexporte an Diktaturen haben zugenommen. Und Sigmar Gabriel verantwortet als Wirtschaftsminister die schlimmste, die höchste Zahl aller Waffenexportgenehmigungen aller Zeiten. 12,8 Milliarden Euro im Jahr 2015. Auch hier Schande über Sigmar Gabriel, Schande über eine SPD, die sich zur Kriegspartei entwickelt hat, zumindest bei den Rüstungsexporten. Ich sage das aus Enttäuschung, ich sage das nicht aus Freude. Ich hätte mir gewünscht, wenn ich gesagt hätte, Sigmar Gabriel hätte anders gehandelt und die SPD hätte anders gehandelt. Verantwortlich dafür ist ein Gremium, das kaum jemand kennt in Deutschland. Es ist nicht der Bundestag, es ist der Bundessicherheitsrat. Er tagt im Bundeskanzleramt und er tagt in geheimer Sitzung und es sind 9 Leute. Es ist Angela Merkel als Vorsitzende. Die tödlichste Politikerin Deutschlands. Es ist Sigmar Gabriel, der Wirtschaftsminister, jetzt Außenminister, als ihr Stellvertreter. Diese 9 Personen verantworten Waffenexporte nach Saudi-Arabien, Waffenexporte nach Katar, Waffenexporte in viele andere menschenrechtsverletzende und kriegführende Staaten. Und wenn ich hier eine Bilanz ziehe, dann ist sie genauso katastrophal, weil wir sagen müssen, diese 9 Personen leisten durch ihre Waffenexporte an menschenrechtsverletzende Staaten, sie leisten Beihilfe zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Und im Fall von Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete, und das passiert im Moment, wir liefern Waffen im Moment in den Irak, obwohl das völkerrechtswidrig ist. Diese Menschen, diese 9 Personen verantworten durch Waffenlieferungen in Kriegsgebiete Beihilfe zum Mord. Wie ist die Bilanz des Jahres 2016? Auch hier liegen die ersten Zahlen vor. Die Einzelausfuhrgenehmigungen haben den zweithöchsten Wert aller Zeiten. Der Waffenexport von Kleinwaffen, und ich habe es euch gesagt, das sind die tödlichsten aller Waffen, ist innerhalb eines Jahres um 47% in die oben geschossen. Das ist eine Genehmigung des Bundessicherheitsrats, das ist kein Ding, was die Rüstungsindustrie alleine macht. Nein, das ist die Politik, die das vorantreibt. 54% der deutschen Waffenexporte gehen in Drittländer.
Das sind nicht NATO-Staaten. Das sind nicht assoziierte Staaten der NATO, nicht EU-Staaten. 54%. Wisst ihr, wie die Rechtslage ist? Die Rechtslage ist eindeutig. Man darf in begründeten Ausnahmefällen in diese Drittstaaten liefern. Man darf nicht im Regelfall, und 54% ist der Regelfall, an diese Länder liefern. Und deswegen gibt es eine ganz klare Botschaft. Diese Botschaft heißt, diese Bundesregierung bricht permanent Rüstungsexportgesetze, permanent verletzt sie das Grundgesetz und permanent durch Waffenlieferungen in den Irak verletzt sie auch das Völkerrecht. Was ist mit Menschen, die Recht brechen? Sie gehören vor Gericht. Was ist mit Menschen, die Völkerrecht brechen? Sie gehören verurteilt und sie gehören ins Gefängnis gesperrt. Die Folgen dieser Politik sind keine Spaßveranstaltung. Menschen werden bedroht durch den Einsatz deutscher Waffen in den Ländern, in denen die Waffen landen. Sie schauen in die Rohre, in die Gewehrrohre von Heckler und Koch, wenn sie in Saudi-Arabien sind. Sie schauen auf die Militärfahrzeuge von Mercedes und werden abgeschleppt mit diesen Fahrzeugen. In vielen Ländern schauen sie in die Rohre der Kampfpanzer aus Deutschland. Die Folgen in diesen Ländern sind desaströs. Die Waffen werden eingesetzt zur Abschreckung. Die Waffen werden eingesetzt zur Bedrohung. Die Waffen werden eingesetzt zum Schießen und zum Morden. Und dann sterben Menschen und es sterben viele Menschen. Aber die Medien berichten darüber nicht sehr gerne, weil es so unangenehm ist, diese Wahrheit zu hören. Und viele, viele Menschen, um nicht zu sagen Hunderttausende von Menschen, werden in die Flucht getrieben. Angela Merkel, wenn Sie es ernst meinen, damit Fluchtgründe zu beseitigen, dann ist das Erste, was Sie machen können, sofort den Rüstungsexport total zu stoppen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben gesagt, wir nehmen diese Entwicklung nicht hin. Wir schreien auf gegen diese Entwicklung. Und wir haben im Jahr 2011 eine Kampagne gegründet, Aktionaufschrei, stopp den Waffenhandel. Und es ist schon 6 Jahre her. Und noch immer bekommen wir neue Mitglieder bei der Aufschrei-Kampagne. Wir sind weit über 100 Organisationen. Wir sind die Deutsche Friedensgesellschaft, wir sind Pax Christi, wir sind Ohne Rüstung Leben. Und wir sind viele, viele andere Organisationen. Wir sind die Vertreter der Kirchen, der evangelischen und der katholischen Kirche. Wir sind Vertreterinnen der Gewerkschaften. Brot für die Welt und Miserio machen mit. Ein breites Bündnis, wie es nie gegeben hat bisher, gegen Waffenhandel und den Lobbyismus des Waffenhandels. Und dieses Bündnis ist auch lobenswert und notwendig, weil die Gegenmacht ist gewaltig. Es ist ein militärisch-industriell-politischer Komplex, getragen vom BDSV, dem Bund der deutschen Sicherheitsverteidigungsindustrie, der hier bei euch in Berlin sitzt. Und damit haben wir viele Ansatzpunkte für Aktion Aufschrei tätig zu werden. Wir haben uns für die kommenden Jahre 4 Ziele gesetzt. Ein Verbot des Exports von Kleinwaffen und der Munition. Den Stopp des Exports von Kriegswaffen und Rüstungsgütern an alle menschenrechtsverletzenden Staaten und alle kriegführenden Staaten. Ein Verbot von Lizenzen und Lizenzfabrikationen. Ein Verbot von staatlichen Hermesbürgschaften für Waffengeschäfte. Diese Ziele wollen wir in den nächsten Jahren umsetzen. Und wir brauchen euch. Wir brauchen eine breite Bewegung, die Druck macht auf den Bundestag, die Druck macht auf den Bundessicherheitsrat, dass dieses Massenmorden mit deutschen Waffen endlich gestoppt wird. Wir in der Aufschrei-Bewegung verfolgen positive Ziele. Wenn ihr wollt, geht ihr auf die Homepage der Aufschrei-Kampagne. Ihr könnt euch herunterladen, Wahlprüfsteine bundesweit. Und ihr könnt eure Abgeordneten und alle Kandidatinnen befragen. Aber nimmt nicht die Fragen so, wie sie sind. Verändert sie, damit keine standardisierte Antwort kommt. Aber fragt sie. Und wir sammeln diese Antworten, wir werden sie publizieren. Im Moment machen wir viele, viele Podiumsdiskussionen in Deutschland mit den Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag. Aber liebe Freunde und Freunde, das reicht nicht. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen vor die Werkstore gehen. Wir müssen blockieren. Wir müssen in die Hauptversammlungen gehen. An dieser Stelle, liebe Linke, ihr seid da und herzlich willkommen, die Fahnen sehe ich. Muss ich euch ein Geständnis machen? Ich bin Kapitalist.
besitze eine Aktie von Airbus, eine Aktie der Deutschen Bank, eine Aktie von Daimler, seit wenigen Tagen eine Aktie von Rheinmetall und ich habe jetzt beantragt, eine Aktie von Heckler & Koch zu kriegen. Großkapitalist mit 5 Aktien. Und wir werden auf die Hauptversammlung gehen. Wir werden den Rüstungsmanagern auf der Hauptversammlung, ihrer Jahreshauptversammlung sagen, ihr Geschäft ist ein Geschäft mit Blutgeld. Stoppen Sie dieses Blutgeld, vernichten Sie diese Aktien und schaffen Sie Konzerne für den Frieden. Wir haben hier sehr ehrenwerte Menschen vor uns stehen und neben uns stehen. Ihr seid Kappei. Als Kappei und seine Mitstreiter organisieren am 9. Mai den Widerstand vor der Hauptversammlung von Rheinmetall. Sie gehen rein in die Hauptversammlung, Sie sind draußen an der Hauptversammlung und Sie haben Recht, das zu tun. Ihr Motto heißt und Ihr Vorwurf heißt, die Aktien sind mit Blut getränkt. Ja, das stimmt, lieber Heinz. Und Sie verdienen sich eine goldene Nase. Ja, das stimmt, lieber Heinz. Aber eure Kritik ist auch berechtigt und eure Kritik sagt Folgendes. Rheinmetall hat eine ganze Fabrik zur Fertigung von Granaten in Saudi-Arabien aufgebaut. Und Saudi-Arabien führt gerade Krieg gegen den Jemen. Rheinmetall hat ausgelagert eine Fabrik nach Süditalien, nach Sardinien. Und dort werden Bomben hergestellt, MK83, beim Tochterunternehmen RWM Italia. Und diese Bomben sind nachweislich eingesetzt worden seitens der saudi-arabischen Luftwaffe im Krieg gegen den Jemen. Liebe Freundinnen und Freunde, was müssen wir diesem Manager von Rheinmetall sagen? Das ist auch Beihilfe zum Mord. Ein Beispiel noch. Rheinmetall scheut nicht davor zurück, in der Türkei jetzt über Umgehung der deutschen Rüstungsexportgesetze eine Panzerfabrik aufbauen zu wollen. Liebe Freunde, schlimmer geht es wirklich nicht mehr. Wir wissen, Recep Erdogan, er ist auf dem Weg, eine Diktatur in der Türkei einzurichten. Wir wissen aus der langen Erfahrung, dem Leid der Kurdinnen und Kurden, über 30.000 Kurdinnen und Kurden wurden im Bürgerkrieg ermordet von der türkischen Armee, maßgeblich mit deutschen Waffen. Wir wissen, was die türkische Armee macht im Südosten der Türkei, was sie anrichtet. Und diesen Menschen dann noch Kriegswaffen und Kampfpanzer zu liefern, da kann ich nur sagen, schlimmer geht's nimmer. Rheinmetall hat offensichtlich jegliche Moral und Ethik über Bord geworfen. Und ich rufe euch Berliner und Berlinerinnen auf, am 9. Mai um 9 Uhr vor dem Maritimhotel im Berlin-Tiergarten zu stehen, um mit Heinz und seinen Mitstreitern da zu sein und laut zu schreien, stopp die Waffenproduktion, stopp die Waffenexporte von Rheinmetall. Das Schöne ist, die Friedensbewegung ist hier nicht alleine. Gleichzeitig in den Tagen davor und danach werden in der Konzernzentrale in Düsseldorf, in Domus Novas auf Sardinien und im Waffentestgelände in Unterlüß auch Demonstrationen gegen Rheinmetall stattfinden. Das ist vernetzte Friedensarbeit, das ist gute Friedensarbeit. Liebe Freundinnen und Freunde, vom 10. bis zum 16. Juli diesen Jahres, im Sommer, werden wir bundesweit von Aktion Aufschrei Aktionen durchführen, auf Brücken, vor Bundestagsbüros und vielen anderen Orten. Wir werden sagen, wer Waffen liefert, der schafft Fluchtgründe. Wer Waffen liefert, der zwingt die Menschen zur Flucht. Und ich möchte euch bitten, unseren Slogan, Grenzen öffnen für Menschen und Grenzen schließen für Waffen, auf die Brücken zu tragen, vor die Bundestagsbüros zu tragen und auch in Berlin mitzumachen bei dieser Aktion. Und Freunde, wir kommen voran. Vor 6 Jahren, fast sage und schreibe 6 Jahren, habe ich Strafanzeige gestellt gegen Heckler & Koch. Die erste. Wegen des Verdachts, man muss sagen, wegen des bewiesenen illegalen Waffenhandels mit Mexiko. Viele tausend Gewehre wurden geliefert in verbotene Unruheprovinzen Mexikos. Und wir können nachweisen, dass die Manager von Heckler & Koch, dass die Geschäftsführer von Heckler & Koch wussten von diesem Deal. Und jetzt im Herbst beginnen die Prozesse gegen Heckler & Koch in Stuttgart. Also macht auch eine Reise in den Süden. Kommt in das schöne Stuttgart, die reine Luft. Genießt die schönste Bahnhofsbaustelle der Republik. Ihr wisst Stuttgart 21. Besucht uns im Süden. Besucht die Prozesse von Heckler & Koch. Und macht den Dampf, den wir brauchen, dass diese Manager von Heckler & Koch in den Knast kommen wegen Beteiligung an illegalen Waffenhandel.
Und eine Ankündigung für 2018, weil wir lassen nicht nach. An Pfingsten 2018 werden wir einen Staffellauf organisieren. Von Oberndorf am Neckar, wo Heckler und Koch sitzt, über Kassel, wo Krauss-Maffei-Wegmann sitzt, bis nach Berlin. Und ihr habt alles zu bieten, was das Herz der Politik bedient. Den Bundestag, den Bundessicherheitsrat und das Bundeswirtschaftsministerium. Und wir wollen eine Botschaft übergeben. Und diese Botschaft heißt Waffenhandel stoppen. Und auch hier brauchen wir eure Unterstützung. Bitte, an Pfingsten 2018, seid alle da, begrüßt uns, führt kulturelle Aktion auf und lasst uns vor das Wirtschaftsministerium und den Bundessicherheitsrat ziehen und laut, laut schreien, stoppt den Waffenhandel und ins Gefängnis mit allen, mit denen, die illegalen Waffenhandel betreiben. Zum Schluss, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt eine repräsentative Umfrage von Emnet. 83% der Deutschen, haltet euch fest, 83% der Deutschen sind für einen völligen Stopp des Waffenhandels. Das gibt uns Rückenwind. Unsere Botschaft, stoppt den Waffenhandel hinauszutragen in die Republik. Und ich freue mich über diesen Ostermarsch, ich freue mich über eure Beteiligung und ich freue mich über die gemeinsamen Aktionen, die wir 2017 und 2018 gemeinsam durchführen. Vielen Dank an euch alle.